Legen Sie Ihr Wandbild auf einen Tisch und ordnen Sie die Leinwände richtig an. Wenn das Bild ausgerichtet ist, benötigen Sie nur noch ein wenig Backpapier. Backpapier ist in den meisten Fällen transparent. Somit fällt es leichter, die zu markierenden Stellen zu sehen. Markieren Sie jetzt die linke und rechte obere Ecke jeder einzelnen Leinwand mit einem Punkt. Markieren Sie ebenfalls die ungefähre Mitte zwischen diesen Punkten mit einem waagerechten Strich. Trennen Sie jetzt den Anfang und das Ende der Schablone ab. Messen Sie die Mitte zwischen den Punkten der einzelnen Leinwände ab und markieren Sie mit einem senkrechten Strich, um eine genaue Bohrmarkierung zu erhalten. Befestigen Sie die Schablone mit einem Klebestreifen an Ihrer Wand, um die Markierung für die Bohrlöcher zu übertragen. Überprüfen Sie noch die Höhe der Schablone und damit auch die der Bohrlöcher, damit Ihr Bild später in der Waage hängt. Wenn Sie Nägel zum Befestigen verwenden, können Sie diese direkt einschlagen und die Schablone anschließend entfernen. Sollten Sie Schrauben verwenden, müssen Sie die Bohrmarkierung kurz anbohren, um die gewünschte Markierung auf der Wand zu erhalten. Danach können Sie die Schablone entfernen und die angebohrten Stellen vertiefen. Nachdem Sie die Dübel und Schrauben eingesetzt haben, können Sie Ihr Wandbild aufhängen. Fertig.